Guten Morgen. Heute geht es um die Frage, wie lebe ich meinen Traum? Viele Menschen denken dann meistens an ein fertiges Szenario. Zum Beispiel heutzutage träumen viele davon, mit einem Laptop um die Welt zu ziehen und als Reiseblogger zu arbeiten. Oder etwas profaner, der Traum vom eigenen Haus und einer Selbstständigkeit, wo man selbstbestimmt arbeiten kann. So, und dann hört man die Devise, lebe deinen Traum oder du kannst alles schaffen was du willst, fokussiere dich auf deine Ziele und so weiter. Aber letztlich ist damit oft gemeint, dass du deinen Traum spezifiziert oder spezifiziert hast und darauf hinarbeitest. Und ich bin gerade im E-Business seit einigen Jahren unterwegs und egal ob es die YouTuber-Szene ist oder die Pornobranche im Bereich vom Internet, viele der selbstständigen Unternehmen reden häufig von ihrem Traum in der Zukunft, was sie erreichen wollen, aber verstehen nicht worum es wirklich geht, wenn man seinen Traum lebt. Es geht nicht darum seinen Traum zu erreichen, denn wenn man ihn erreicht hat, dann sorgt unser Gehirn dafür, dass der nächste Traum oder das nächste Ziel sich bildet. Ihr kennt das sicher alle aus eurer Vergangenheit. Wenn man ein Ziel erreicht hat, da wird sich gefreut, da wird gefeiert, aber dann geht's weiter. Wenn ihr aber nur dann euren Traum lebt, wenn der Traum wahr wird, dann habt ihr ein Problem. Und das ist die Zeit, in der ihr auf das Ziel hinarbeitet. Den Traum zu leben bedeutet, dass ihr die Zeit, die ihr darauf verwendet, also idealerweise 24 Stunden, um eure Ziele zu erreichen, dass ihr diese Zeit genießt. Dann lebt ihr euren Traum. Der Traum oder sagen wir mal praktisch relevanter ausgedrückt, das zu tun, was ihr wirklich wollt. Das tut ihr ja in dem Moment und das ist das, was euch von anderen Menschen unterscheidet, die eben nicht das tun, was sie wollen. Die eine Arbeit machen, die sie nicht wollen, um Geld zu verdienen, das sie nicht brauchen, um sich Sachen zu kaufen, die sie nur kurzzeitig befriedigen und damit über kurz oder lang einen Teufelskreis der Unzufriedenheit generieren. 95% meiner Freunde und Bekannten sind chronisch unglücklich mit ihrem Leben, würde ich persönlich behaupten. Und darunter fallen auch diejenigen, die denken, dass sie ihren Traum leben, aber die lediglich auf ihren Traum hinarbeiten und das nicht realisieren und diesen Traum wirklich das Ziel haben. Aber sie leben ihn nicht. Das bedeutet, wenn ihr etwas macht, was auf ein Ziel ausgerichtet ist, euren Traum, dann genießt diese Zeit. Denn das ist das, was ihr euch rausgesucht habt. Nicht jeder kann dies. Entweder fehlt Geld oder es fehlt der Mut. Man ist gesundheitlich nicht in der Lage. Aber wenn ihr die Möglichkeit habt, auf euren Traum hinzuarbeiten, dann ist das bereits der Traum. Jeder Verzicht, jede Arbeitsstunde und jedes Problem, was auf diesem Wege auftaucht und selbstbestimmt ist, ist Bestandteil eures Traumes. Das ist der Traum. Jede Situation ist eine Situation, die genau so sein soll. Eine Folge von Ereignissen, wenn ihr einen bestimmten Weg geht. Und es begegnen euch genau die Dinge, die euch begegnen sollen und die euch begegnen müssen. Denn dieser Traum besteht darin, diesen Dingen zu begegnen. Es kann gar nicht anders sein, es kann gar nicht leichter sein. Ein anderer Mensch kann einen Weg gehen, der euren ähnelt, aber weil er vielleicht dasselbe Endziel hat oder dasselbe Wort oder dieselbe Berufsbezeichnung wie ihr sie auch gewählt hat. Aber er startet wo ganz anders. Der Mensch hat andere Eigenschaften, andere Prägungen und andere Umweltbedingungen. Und entsprechend ist sein Weg auch komplett anders. Beispiel Reiseblogger. Betrifft da relativ viele, habe ich zumindest den Eindruck. Ihr wollt Reiseblogger werden, aber ihr habt kein Geld und lebt vom Hartz IV. Dann müsst ihr erstmal 2 Jahre im Lager Kisten schleppen, um euch 2000 Euro zur Seite zu legen, weil ihr keine anständige Qualifikation habt, um einen gut bezahlten Job an Land zu ziehen. Die 2000 Euro aber, die braucht ihr, um die nötige Grundausstattung, Kamera und was weiß ich und den ersten Flug eben zu kaufen. Ein anderer hat die Kohle schon und kann sofort loslegen. Ein anderer ist über 35 Jahre alt und kann gar nicht mehr dieses Work and Travel überhaupt machen und muss quasi die kompletten ersten Monate durchfinanziert haben. Der vierte hat Krebs und der weiß gar nicht, ob er überhaupt noch das nächste Jahr erlebt. Alle haben denselben Traum. Aber alle anderen haben andere Wege, unterschiedliche Wege. Und das vergessen die meisten Menschen, wenn sie von ihren Träumen reden. Dass der Weg eben nicht der gleiche ist wie von anderen, die denselben, scheinbar selben Traum leben, aber eben einen ganz anderen Weg beschreiten oder beschreitet haben. Und der Weg ist immer anders, immer.
Die Realität sieht so aus, dass sehr viele, die noch ein Jahr im Lager Kisten schleppen müssen, den Tag herbeisehen, wenn sie endlich die erste Reise antreten. Dass aber die Arbeit im Lager ein Teil des Traumes ist, das erkennen sie nicht. Und das führt dazu, dass man ein Jahr lang quasi wegschmeißt, gefühlt. Aber man lebt bereits seinen Traum. Und wenn man einen ganz schweren Weg hat, dann arbeitet man vielleicht 30 Jahre lang, bevor man dann anfangen kann, den Traum zu erreichen oder sich bewusst auf dem Traum befindet. Träume zu realisieren, also Ziele zu erreichen, ist eben nicht das Ziel, sondern ja, seine Träume zu leben. Mit wirklich jeder Phase seines Körpers, der den Weg quasi innerhalb des Traumes wirklich schrittweise abzugehen und auch immer nach rechts und nach links zu schauen, alles mitzunehmen, jeden Hügel und auch jeden Regen. Ein Ziel zu erreichen ist nett, aber unendlich bedeutungslos, ja, als der Weg zu dem Ziel. Jedes Ziel, was man erreicht, bringt immer nur ein neues Ziel. Ich habe das schon gesagt. Wenn ihr das noch nicht erlebt habt, glaubt mir einfach, eure Zufriedenheit im Leben ist nicht von der Anzahl der Ziele, die ihr erreicht habt, abhängig, sondern ob ihr auf dem Weg zu den Zielen diese Träume bereits gelebt habt. Das bedeutet, seinen Traum zu leben. Das bedeutet zufrieden sein und auch ausgeglichen. Ziele zu erreichen führt, ja, ich wiederhole mich, aber es führt immer nur dazu, dass man immer wieder neue Ziele sucht, egal wie hoch oder wie tief sie sind. Das zu begreifen, das ist Weisheit. Es gibt kein Endziel, keinen Endgegner und das ultimative Glück. Kein Geld, kein Ruhm, keinerlei vom Denken formulierte Ziele können euch vollends befriedigen. Komplette Befriedigung liegt immer nur auf dem Weg, in dem Moment. Ja, und da verweise ich auch immer gerne auf das Video, warum das Streben nach Anerkennung, was ja auch oft als Ziel formuliert wird, letztlich immer nur der Beweis dafür ist, dass man auf einem Weg ist, den man nicht liebt und das per se gar nicht wirkliche Befriedigung schaffen kann und entsprechend auch nicht sein Traum ist und das eine Illusion ist. Das Video findet ihr hier. Und wer sich auf dem Weg zum Veganer fragt, warum er seine Freunde und Familie nicht darüber informieren sollte, den lege ich das Video ans Herz. Also, lebt eure Träume, aber lebt sie von dem Moment an, in welchen ihr euren persönlichen Traum festgelegt habt. Idealerweise ist jeder Moment ein Traum und ihr habt keine Ziele. Aber ist das realistisch in unserer westlich geprägten Welt? Nein. Also von daher denkt daran, Träume zu leben heißt alles zu leben, was damit zusammenhängt. Und das mit einer akzeptierenden und liebenden Einstellung. Das soll es für heute gewesen sein. Macht's gut, Euer Christian. Tschüssi.